Hallo Reisefreunde, der Schorsch und Thur war wieder unterwegs. Diesmal als Kreishandwerksmeister vom Landkreis Cham mit unseren Schreinern zur Besichtigung bei der Firma Martin in Ottobeuren. Begonnen habe ich in Memmingen. Dort habe ich im Hotel Falken übernachtet. Am Morgen habe ich mir die Stadt ein bisschen angesehen und bin einfach so durch die Innenstadt gelaufen. Danach bin ich mit meinem Fahrzeug nach Ottobeuren gefahren zur Firma Martin und habe auf die anderen gewartet. Der Bus kam pünktlich an und wir wurden von der Firma Martin empfangen. Die Besichtigung begann im Firmenmuseum. Dort erklärte man uns, dass die Firma Martin bereits Maschinen seit 1921 herstellt. Begonnen hat alles mit Traktoren und später hatte man sich auf Holzbearbeitungsmaschinen spezialisiert. Der Gründer Otto Martin hatte viele Ideen, mit denen er auch viel bewegen konnte. Und das Unternehmen ist immer noch in Familienhand. Anschließend ging es in den Schauraum, wo uns Herr Ade die verschiedenen Maschinen vorstellte und die Vorteile der Firma Martin präsentierte. Die Vorführung war sehr interessant und die Schreiner hatten viele Detailfragen zur Bearbeitung von verschiedenen Materialien mit diesen Maschinen. Anschließend fand ein Rundgang durch die Produktion statt. Hier durfte ich leider keine Fotos oder Filmaufnahmen machen. Das Bild habe ich mir aus dem Internet geholt. Abschließend wurden wir zu einer Brotzeit eingeladen und wir konnten uns nochmal über alles austauschen, was wir bei der Firma Martin gesehen haben. Unser Obermeister Martin Simmet bedankte sich bei den Herrn Janssen und Ade für die Führung und für die Einladung. Anschließend fuhren wir nach einem Gruppenbild weiter zur großen Basilika in Ottobeuren. Ottobeuren ist ein kleiner, überschaulicher Ort, aber er hat eine sehr schöne Basilika. Wir konnten uns kurz den Innenraum ansehen und ein paar Aufnahmen machen. Anschließend fand eine Beerdigung dort statt und wir mussten die Basilika wieder rechtzeitig verlassen. Nach der Besichtigung fuhren wir alle wieder zurück nach Memmingen zum Hotel Falken. Alle checkten in ihre Zimmer ein und wir durften uns nachmittags noch in Ruhe die Stadt ansehen. Jeder auf eigene Faust. Thank you.
18 Uhr trafen sich alle im Gasthof Schwanen zum gemeinsamen Abendessen. Es gab kroatische Küche und leckere Steaks. Das Essen war hervorragend und alle genossen diesen Abend. Nach dem Essen hat unser ehemaliger Geschäftsführer Theo Bregler noch im Joseps für uns einen großen Tisch reserviert. Ein schönes Lokal, bei dem wir noch etwas trinken konnten. Die Stimmung war ausgelassen und alle hatten sich viel zu erzählen. So gegen 11 mussten wir das Lokal verlassen, aber ein paar waren noch spät unterwegs und landeten noch im Frechdachs, wo es ein paar Absacker zum Schluss gab. Nach einer kurzen Nacht haben sich alle wieder beim Frühstücksbuffet getroffen. Anschließend fuhren wir weiter nach Augsburg. Augsburg ist eine sehr schöne Stadt mit einer sehr langen Geschichte. Wir haben uns vor dem Rathaus getroffen und unser Führer hat uns eine Stunde ein paar schöne Plätze in Augsburg erklärt. Die Führung war sehr unterhaltsam und lustig und wir haben sehr viel dabei über die Stadt Augsburg und die Geschichte gelernt. Augsburg ist vor allem durch die Familie Fugger aus dem Mittelalter im 15. Jahrhundert sehr bekannt geworden. Sie zählten damals zu den reichsten Leuten und ihr Gebäudekomplex zählte zu den größten in ganz Augsburg. Selbst der Kaiser residierte während eines Reichstags im Hause der Fugger. Nach der Führung konnten wir uns noch selbst durch die Stadt bewegen. Ich ging zusammen mit meiner Geschäftsführerin Rosemarie Tragl-Kraus in den Stadtmarkt. Ein sehr schöner Markt, der sehr belebt war und wo es viele Waren zum Einkaufen gab. Wir schlenderten durch die Gassen und setzten uns dann in ein Lokal, um die Leute etwas zu beobachten. Dabei trafen wir auch wieder auf einige Schreiner aus unserer Reisegruppe. Abschließend
in der Fleisch- und Käse-Markthalle haben wir uns noch einen Käseteller mit Oliven und Brot bestellt, den wir gemeinsam mit der Familie Altmann eingenommen haben. Danach trafen sich wieder alle vor dem Rathaus, um die Besichtigung des Goldenen Rathaussaales zu machen. Nach der Stadtführung sind wir zum Schlachthofquartier gefahren. Dort sind schöne alte Hallen, die jetzt für die Gastronomie genutzt werden. Es gab ein italienisches Lokal, einen italienischen Markt und eine schöne Location für Hochzeitsveranstaltungen. Wir waren im Sudhaus vom Hasenbräu, eine sehr schöne Location, die auch zum Feiern einlädt. Bei leckerem Bier und leckerem Essen haben wir uns nochmal über diesen schönen Ausflug unterhalten. Es war wieder sehr schön, mit den Schreinern unterwegs zu sein. Der Ausflug ist immer etwas sehr Besonderes und ich habe mich gefreut, wieder daran teilnehmen zu dürfen.